bist auf der Suche nach einem passenden Laufschuh, hast aber gar keine Ahnung, welche Brand, geschweige denn welches Modell am besten zu dir passt, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Es gibt wirklich unzählige Brands und Laufschuhmodelle auf dem Markt und da nicht mehr durchzublicken ist völlig legitim. Hier mal ein paar Brands. Nike, Adidas, Hooker, Asics, New Balance, Mizuno, On Running, Saucony, Salomon, Puma, TrueMotion oder auch Brooks, um einfach mal ein paar davon zu nennen. Da ich jetzt nach einer langen Verletzungspause endlich wieder laufen kann, benötige ich tatsächlich auch neue Laufschuhe. Und aus dem Grund habe ich mich auf dem Laufschuhmarkt mal etwas umgeschaut und heute gibt es meine Favorites in puncto Daily Runner, also die Laufschuhe, die euch zum Beispiel auf dem Asphalt oder im Park begleiten und mit denen ihr wirklich etliche Kilometer laufen könnt. Und überraschenderweise, Leute, Adidas und Nike sind nicht mit dabei. Kurz zu meinem persönlichen Laufschuh-Background. Ich bin Ewigkeiten in Asics gelaufen, bin dann rüber geswitcht zu der Brand Hooker und meine letzten Laufschuhe bestanden aus Hooker Clifton 9, die ich auch aktuell immer noch trage, den Hooker Clifton 8 und ich hatte ergänzend dazu noch einen Trail-Running-Schuh und zwar einen von Nike, den Nike Pegasus. Wie ihr seht, auch hier gibt es schon gewisse Unterschiede. Es wird zum Beispiel kategorisiert in Daily Runner, über die ich heute spreche, in Wettkampfschuh als auch in Trailrunning-Schuh. Und da gibt es noch ein paar Faktoren, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, checkt auf jeden Fall dieses Video hier oben dazu mal ab. Und ganz zum Schluss des Videos erzähle ich euch auch, für welche Laufschuhe ich persönlich mich entschieden habe. Also auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dranbleiben. Starten wir als erstes mit der Brand Hooker. Ich habe es eben schon erwähnt, ich bin geswitcht von der Brand Asics zu der Brand Hooker. Und ich muss sagen, ich bin mit Hooker wirklich sehr zufrieden. Hooker wurde 2009 in den französischen Alpen gegründet. Der Zusatz 1-1 steht in der Maori-Sprache für Erde und Fliegen und es soll bedeuten, dass, wenn ihr in den Schuhen läuft, im Prinzip über der Erde fliegt. Und ich kann euch sagen, Leute, die Schuhe haben wirklich eine hervorragende Dämpfung und ich kann das auch an dieser Stelle wirklich bestätigen. Ich laufe jetzt schon Ewigkeiten in den Hooker Clifton 9, die ich auch sehr empfehlen kann und mit denen ich auch definitiv noch ein paar Kilometer laufen werde. Welcher Schuh auch sehr nice ist von der Brand Hooker, ist zum Beispiel der Hooker Mach 6. Hooker hat auch mittlerweile Wettkampfschuhe, wie zum Beispiel der Hooker Cielo X1. Das ist ein Carbon Racer mit einer Carbonsohle für die Leute, die zum Beispiel auch bei einem Wettkampf antreten. Und ja, Leute, selbstverständlich, ich habe euch zu jeder Brand passende Modelle hier unten in der Infobox verlinkt. Also, falls ihr irgendeinen Schuh nachkaufen möchtet, schaut da gerne mal vorbei. Kommen wir zum Big Player der Laufszene, auch gerade schon erwähnt, und zwar die Brand Asics. Asics wurde 1949 gegründet, damals noch als Brandname Tiger. Mittlerweile ist Asics einer der 5 größten Sportartikelhersteller und tatsächlich auch Weltmarktführer im Punkto Laufschuhe. Asics heißt übersetzt übrigens ein gesunder Geist im gesunden Körper und Asics hat wirklich unterschiedliche und ganz viele sehr gute Modelle. Unter anderem den Asics Gel Columbus, den ich hier auch anhabe, muss ich sagen, ein super Daily Trainer, der für mich hervorragend funktioniert. Aber auch der Asics Nova Blast 4 ist ein hervorragender Schuh mit einer richtig guten Dämpfung oder auch der Asics Gel Nimbus 26, der kürzlich erst komplett überarbeitet worden ist. Und für die Leute, die zum Beispiel Probleme haben mit einem Einknicken nach innen, für die ist zum Beispiel der Asics Gel Kayano etwas. Der verhindert nämlich diese sogenannte Überpronation, also das übermäßige Einknicken nach innen, damit du halt wirklich einen vernünftigen Lauf hinbekommst. Kommen wir jetzt zu einer Brand, die viele von euch wahrscheinlich aus dem Sneaker-Bereich kennen, und zwar New Balance. Was viele wahrscheinlich aber nicht wissen, ist, dass New Balance bereits 1906 als Unternehmen für orthopädische Schuhe gegründet worden ist und mittlerweile hat New Balance auch richtig, richtig gute Laufschuhe. Unter anderem solltet ihr mal folgende Modelle auschecken. Den hier, den ich jetzt hier trage, das ist der New Balance Fuel Cell Propel V4. Finde ich auch vom Stil her ein richtig gelungener Schuh mit dieser Neonsohle, fast komplett im Weiß der Schuh. Ein sehr, sehr guter Schuh, der auch eine richtig gute Dämpfung bietet. Welcher Schuh auch als Daily Trainer sehr gut funktioniert, ist der New Balance Fresh Foam X, der ebenfalls eine richtig gute Dämpfung verspricht und New Balance ist auch im Wettkampfschuhbereich gut unterwegs. Da gibt es zum Beispiel den New Balance Fuel Cell Supercomp Elite V3 oder auch den New Balance Fuel Cell Elite 4. Wenn du zum Beispiel High Rocks Athlet bist und wirklich richtig gute Carbon Racer brauchst, solltest du auch auf jeden Fall mal bei New Balance vorbeischauen. Kommen wir jetzt zu einer japanischen Brand aus Osaka, die vermutlich nicht jeder kennt, und zwar Mizuno. Mizuno ist in der Laufschuhwelt zumindest mittlerweile schon sehr bekannt und hat da auch einen festen Platz und Mizuno besticht da auf jeden Fall
Fall durch ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Und mit der Einführung der Wave-Technologie versprechen die Schuhe auch eine richtig gute Dämpfung und eine sehr gute Stabilität. Check da auf jeden Fall mal den Mizuno Wave Rider 27 aus, den ich jetzt hier an dieser Stelle anhabe. Gibt es auch in unterschiedlichen Designs und in unterschiedlichen Farben. Oder auch den Mizuno Neo Vista, der sich ebenfalls hervorragend als Daily Trainer eignet. Auch Mizuno ist im Wettkampfbereich unterwegs. Ein gutes Modell ist zum Beispiel der Mizuno Wave Rebellion Pro, ebenfalls mit einer Carbonsohle ausgestattet. Kommen wir jetzt zu einem Schweizer Startup, welches wirklich innerhalb von kürzester Zeit zu einem Global Player der Laufszene wurde. Die Rede ist von der Brand On Running. 2010, von drei Freunden in der Schweiz gegründet, haben die Jungs wirklich was sehr, sehr Krasses geschaffen. Charakteristisch für diese Brand ist das Cloud-Tech-Dämpfungssystem. Dieses System besteht aus wolkenähnlichen Elementen an der Sohle, die zum einen für eine weiche Landung sorgen und zum anderen auch gleichzeitig für so einen explosiven Absprung. Und dadurch bieten die Schuhe von On Running ein wirklich außergewöhnliches und komfortables Laufgefühl. Das Modell, was hier neben mir steht, ist der On Cloud Surfer. Das ist wirklich ein hervorragendes Modell, aber auch der On Cloud Runner oder auch das On Cloud Monster sind hervorragende Daily Trainer mit einer wirklich außergewöhnlichen Dämpfung. Wenn ihr in diesen Schuhen lauft, ja, das gibt euch wirklich ein hervorragendes Gefühl, als würdet ihr auf Wolken laufen. Die nächste Brand kennt tatsächlich jeder, und zwar die Brand Puma. Ich habe jetzt kürzlich erst einen Podcast gehört, und zwar den OMR-Podcast. Da war der Arne Freund, der CEO von Puma, zu Gast. Ein super highly recommended Podcast, kann ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen. Ein gutes Modell ist zum Beispiel der Puma Velocity 3, den ich jetzt hier trage, aber auch der Mag Max hat eine wirklich hervorragende Dämpfung, oder aber auch der Puma Deviate 3, den es übrigens auch als Elite-Version gibt für den Wettkampf mit einer passenden Carbonsohle. Das waren jetzt etliche Laufschuh-Brands und etliche Laufschuhmodelle, mit denen ihr als Daily Trainer auf dem Asphalt oder im Park auf jeden Fall hervorragend zurechtkommt. Und jetzt kommen wir zur großen Preisfrage: Für welche Laufschuhe habe ich persönlich mich jetzt entschieden? Ich persönlich werde in Zukunft in folgenden Modellen laufen, und zwar im Hoka Clifton 9, im New Balance Fuel Cell Propel V4, im On Cloud Surfer und im Asics Gel Cumulus 26. Es gibt sicherlich auch noch andere gute Laufschuh-Brands und andere gute Laufschuhmodelle. Ich habe unter anderem auch noch einen Wettkampfschuh getestet, den Endorphin Pro von Saucony zum Beispiel, aber zum aktuellen Zeitpunkt, aufgrund meiner kürzlich erst genesenen Verletzung, ist das für mich aktuell noch keine Option. Ich hoffe, dass ich euch heute mit dem Video bei der Auswahl eurer Laufschuhe behilflich sein konnte und euch ein bisschen Inspiration bieten konnte. Ich wünsche euch auf diesem Wege Vollgas und Attacke und viel Spaß beim Laufen.